Zuvor noch ein wichtiger Hinweis. In diesem Film geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass an den Zeichen der Zeit zu erkennen ist, dass sich der Ratschluss Gottes vor unseren Augen erfüllt, der uns in der Bibel gegeben ist. Dieser Beitrag ist ein Ruf der Umkehr und zur Besinnung für jedermann, da die Zeichen der Zeit auf Sturm stehen und somit ein jeder, die ihm noch zur Verfügung stehende Zeit nutzen sollte, sich recht auf die Dinge vorzubereiten, die da demnächst auf die Menschheit, auf jeden Einzelnen zukommen werden. Dieser Film soll ein Anstoß sein, sich in die einzig rettende und bewahrende Richtung zu orientieren, da es ansonsten schreckliche, nicht mehr zu behebende Konsequenzen für einen jeden hat, der dies ignoriert. Das Wissen allein um all dieser Dinge, die da kommen werden, wird nicht ausreichen, dem widerstehen zu können. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Reich ist nicht von dieser Welt. Nicht von dieser Welt. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung. Im ersten Jahr Belsasers, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf. Dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht. Und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Ein Teil der Chaos-Theorie besagt, dass komplexe Systeme sehr anfällig auf die kleinsten Störungen reagieren. Die geringste Veränderung zieht eine Kette von Reaktionen nach sich. Das inszenierte Chaos durch Terror, Krieg und Wirtschaftskrisen dient dazu, eine neue Ordnung herzustellen. Die Menschheit wird absichtlich in ein Chaos gestürzt, um sie gefügig zu machen. Sie wird nach einem Ausweg rufen, nach jemandem, der sie rettet. Und sein Geist ist jetzt schon da, seine Stimme überall zu vernehmen. Schlagworte wie Friede, Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Einheit über alle Grenzen, Kulturen, Nationen, Rassen und Religionen hinweg sind unüberhörbar und
kündigen sein baldiges Auftreten an. Und das ist der Geist des Antichristens, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, den bösen Geistern unter dem Himmel. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Dann wird der Böse offenbart werden. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft, lügenhaften Zeichen und Wundern, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Biometrische Daten im Pass sind aus meiner Sicht notwendig. Wir haben eine angespannte Sicherheitslage. Das ist nicht nur sichtbar geworden, im Fall der beiden Kofferbomben, die glücklicherweise nicht zur Explosion gekommen sind. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Also der Chip ist so klein und dieser Chip wird mittels einer Spritze eingesetzt, die stark geschliffen vorne ist. Es kommt vorne raus und man schießt das praktisch unter die Haut. Weltweit wird diese Nummer nur einmal vergeben. In den USA sehr vermögende Leute, ihre Kinder so einen Chip heute mit GPS einsetzen, um jederzeit vor Entführung sicher zu sein und dann den Aufenthaltsort ihrer Kinder wieder zu finden. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet! Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Zahl ist wie der Sand am Meer. Wohl an, rüste dich gut, du und alle deine Heerhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heerführer. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf den Bergen Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. Am Ende der Zeit wird es geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Auf den Bergen Israels sollst du fallen. Deinem ganzen Heer und mit den Völkern, die bei dir sind. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen seines Namens annimmt, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit.
Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet!